Was sehr gut zu Fleischgerichten passt, die schwarzen Nüsse. Für Sie zu Hause empfehle ich eigentlich, einen gut sortierten Delikatessenhandel sollte durchaus auch diese schwarzen Nüsse führen. Schwarze Nüsse sind im Endeffekt auch nichts anderes als Walnüsse. Also wir haben die geerntet vorm Johannistag. Sie müssen eben geerntet werden, bevor Sie die holzige Schale um die Nuss bilden. Werden sie grün geerntet, dann sticht man die Nüsse an, wässert sie ca. 9 bis 14 Tage, wobei man natürlich täglich das Wasser wechseln muss. Durch das Wässern werden sozusagen die Gerb- und Bitterstoffe aus den Nüssen rausgespült und dann kocht man die Nüsse ein in einem doppelten Läuterzucker. Alle Gastgeber und Rezepte unter topfgucker-tv.de